Zunächst ist es einmal die Entwicklung, die es gibt bei dem Transportmittel Flugzeug. Da erwarten wir deutliche Entwicklungen, insbesondere natürlich dem Energieverbrauch geschuldet, aber auch der Lärmemission. Und sicherlich werden sich auch die Produkte an die Menschen anpassen. Also der zweite große Entwicklungsstrang ist die Veränderung unserer Kunden. Kundenstruktur, das heißt, Reisen ist zum Massenphänomen geworden und Menschen werden älter, wollen andere Angebote haben. Darauf müssen wir uns einstellen. Ja, wir haben wie jedes große Unternehmen ein Innovationsmanagement oder Ideenmanagement. Das ist die eine Seite. Das heißt, dass wir versuchen, unsere Mitarbeiter zu nutzen, mit ihrer Expertise ihre Ideen mit umzusetzen. Das sind Prozessverbesserungen, das sind Serviceverbesserungen, die wir von ihnen uns erbeten und die auch dann reichlich kommen. Aber darüber hinaus haben wir natürlich auch noch eine Strategieabteilung, die versucht, Trends vorherzusehen und das Unternehmen in seinen Prozessen darauf einzustellen. Das sind vor allem zwei Teilaspekte, die da zu nennen sind. Der eine ist natürlich der technische Aspekt, dass man alles dazu tut, um die Belastung so gering wie möglich zu halten. Momentan im Fokus ist es die Lärmbelastung. Da geht es also darum, Anflugverfahren, Abflugverfahren zu gestalten. Da geht es darum, zum Beispiel, wenn die Maschinen am Boden sind, so früh wie möglich die Motoren ausschalten zu können. Da geht es darum, auch die Emissionen zu vermeiden durch den Einsatz von Hybridtechnologie und anderen Dingen mehr. Der zweite Teilaspekt liegt eigentlich eher in der Bewertung des Unternehmens für die Region. Die Tatsache, dass wir mit unserem Geschäft ein Stück weit eine Belastung auch in der Region darstellen, verpflichtet uns natürlich dazu, dass wir eben auch Quantität und Qualität der Arbeitsplätze, die dadurch entstehen, im Blick haben müssen. Es verpflichtet uns dazu, auch selbst aktiv zu sein und hier möglichst anständige Arbeitsbedingungen zu bieten und langfristige Perspektiven für die Menschen, die hier arbeiten. Bis 2020 wird das mit dem Beamen noch nicht klappen. Und selbst wenn, ist das für einen Flughafen nicht sonderlich erschreckend, weil es muss ja die Orte geben, von denen man weggebeamt wird. Und das werden Flughäfen sein. Aber realistischerweise wird es so sein, dass sich die Fluggastanlagen noch mehr auf die Kundenbedürfnisse einstellen. Es wird der Versuch gemacht werden, dass Reisende sich hier wohlfühlen bei allem Stress, den sie während der Reise haben. Und es wird dazu kommen, dass hier auch ein Stück weit Freizeit und Erlebnis möglich ist, direkt an diesem Flughafen. Musik